Die Aussage von Herrn Lind. Mann, ist doch voll klar, was die von mir wollen. Scheiße, jetzt muss ich mich entscheiden. Lüge ich für meinen Freund oder nicht? Ja. Hi. Nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte nur meinen Koffer schnell holen. Ich brauche den für die Arbeit gleich. Obwohl ich mir wirklich gern eigentlich frei nehmen würde, weil ich einfach total beschissen geschlafen habe. Guck mal, ich kann verstehen, dass es viel war. Und es tut mir leid, wenn ich dich letzte Nacht so unter Druck gesetzt habe. Chiara, aber du musst bitte dieses Alibi bestätigen. Ja. Du bist die letzte Chance, die ich habe. Und ich weiß auch, dass es viel verlangt ist. Weißt du das wirklich? Weil so schnell wie du einfach eine Antwort erwartest, dass ich die Polizei bescheißen soll und meinen Arsch für dich hinhalten soll? Sorry, dass ich nicht jubel und sag, ja, Sascha, klar, das machen wir. Und das mit der Polizei ist deine einzige Sorge. Oder geht's darum, dass du ihr glaubst? Dass du mir nicht vertraust? Weil genau das Gefühl gibst du mir. Guck mal, ich weiß nicht, was mit Amelie passiert ist. So, das ganze Ereignis ist anscheinend so traumatisierend gewesen, dass sie die Täter, ich weiß noch nicht mal, wonach sie aussucht. Erst ist es Bruno und dann bin ich es. Dann kommt vielleicht noch irgendjemand anderes. Aber ich bin gerade das Opfer. Und es tut mir wirklich leid, was ihr passiert ist. Aber du gibst mir das Gefühl, dass du glaubst, dass ich mich an Frauen vergreife, Chiara. Ich würde mich niemals, in welcher Form auch immer, an irgendeine Frau vergreifen. Das sage ich auch nicht. Ich bin dein Freund. Ich liebe dich. Warum sollte ich zu Amelie gehen? Das macht doch auch keinen Sinn und ich glaub dir. Aber du gibst mir genau das Gefühl, dass du mir nicht vertraust. Ich würde keine einzige Sekunde zögern. Ich würde dir immer das Gefühl geben, dass du auf mich zählen kannst. Es war immer wir beide gegen den Rest der Welt. Ich will Sascha ja helfen und er tut mir auch leid. Aber eine Falschaussage? Alter, damit mache ich mich selber strafbar. Hey Rick, danke, dass du mich spontan freigegeben hast. Wäre das okay, wenn ich den Koffer dann morgen vorbeibringe, den Friseurkoffer? Liebe Grüße. Kannst du vielleicht später saugen, bitte? Oder erstmal wischen. Wäre das okay, weil ich versuche zu schlafen die ganze Zeit? Ja, ich nehme Rücksicht auf dich. Muss eine harte Zeit sein. Es tut mir auch total leid. Ich werde anfangen zu wischen. Wieso? Wasser. Warum harte Zeit? Naja, wenn man merkt, dass man wochenlang von seinem eigenen Freund betrogen und belogen wird und dann Schluss machen muss und so. Ich kann mir das nur vorstellen. Sascha und ich sind noch zusammen. Wie bitte? Mhm. Du verarschst mich. Nee. Der Mann, der deine Freundin betäubt hat mit K.O.-Tropfen, mit dem bist du noch zusammen. Er war das nicht. Chiara, warte mal ganz kurz. Also, wo Bruno hier beschuldigt worden ist, da bist du ihn angegangen, du bist ihm fast an die Kehle gesprungen. Du hast gefordert, dass er in den Knast kommt und sofort. Und er soll es auf einmal nicht gewesen sein? Und weil er es verdient hat. Du hast gar keine Zweifel daran? Wenn man sowas macht, dann verdient man das. Ich meine, deine beste Freundin sagt das. Ja. Nicht irgendjemand. Aber sie hat auch letzte Woche noch gesagt, dass es Bruno war zu 100% und jetzt auf einmal soll es Sascha sein, einfach so oder was? Es ist halt einfach seltsam. Vor allem war Sascha der Einzige von allen, der sich die ganze Zeit um sie gekümmert hat. Und deswegen kommt mir das halt einfach alles komisch vor. Er hat so viel Zeit in sie investiert und mit ihr auch verbracht, damit es ihr besser geht. Und dann soll er es auf einmal gewesen Chiara, sein? Chiara, wir reden hier von Sascha. Soll ich dir aufzählen, was er alles gemacht hat? Nochmal? Dass er mich erpresst hat, dass der Live komplett manipuliert hat, Toni manipuliert hat, dass der Miller, Mike, Amelie komplett manipuliert hat, dass er jeden Mensch, der in seinem unmittelbaren Kreis steht, total terrorisiert?
Wir reden hier nicht von irgendjemandem, wir reden hier nicht von Joe oder sonst wem, wir reden von Sascha. Der Mensch, der einfach falsch ist, nachweislich. Es ist nicht, mir fällt der komplette Glauben vom Stamm. Sascha würde es einer Frau sowas niemals antun. Ach. Und hiermit ist die Diskussion beendet. Sascha tut jeder Frau alles an. Chiara, bitte, nein, sei jetzt nicht blind. Lass mich. Hey, liebste Traumfrau, ich weiß, dass ich viel von dir verlange. Aber ich brauch dich mehr denn je. Ich hoffe, du hältst zu mir, Sascha. Mann, was soll ich denn machen? Ich will meinem Freund ja helfen. Aber eine Falschaussage? Das ist echt heftig. Ich brauch Zeit für so eine Entscheidung. Mein Name ist meine Kollegin Becker. Wir würden mal gerne die Frau Chiara Berger sprechen. Ist das möglich? Ja. Dankeschön. Chiara, Besuch für dich. Frau Berger, hallo. Wir sind noch mal da. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Es geht um die Aussage von Herrn Lind, die er bei uns auf der Wache gemacht hat. Ist das okay, wenn wir es jetzt machen? No one is safe here. Ich bin am Lernen gerade. Ich habe Prüfungsphase und das ist echt wichtig. Und deswegen könnten wir das wann anders machen. Wäre das in Ordnung? Das ist sehr schön, Frau Berger. Nein, das wäre nicht in Ordnung. Die Fragen sind sehr, sehr wichtig und wir müssen es wirklich jetzt klären. Das wird auch nicht lange dauern, kann ich Ihnen versprechen. Wir würden es aber gerne unter 6 Augen klären. Also. Ja, sorry, tut mir leid. Dankeschön. Okay. Wenn man da nichts machen kann, dann nehmen Sie gerne am Esstisch Platz. Ich verschwinde noch einmal kurz ins Bad und dann bin ich bereit, Ihnen jede Frage zu beantworten. Alles klar, machen Sie. Danke. Okay. Die Aussage von Herrn Lind. Mann, ist doch voll klar, was die von mir wollen. Scheiße, jetzt muss ich mich entscheiden. Lüge ich für meinen Freund oder nicht? Er ist es nicht wert zu lügen. So, Frau Berger, die Aufnahme läuft. Herr Lind hat angegeben, dass er in einer Beziehung mit Ihnen ist. Ist das korrekt? Ja. Frau Berger, und von den Vorwürfen gegenüber Herrn Lind, sind Sie im Bilde? Ich weiß, was ihm vorgeworfen wird, aber er war das nicht. Okay, da kommen wir schon zu meiner zweiten Frage. Herr Lind hat angegeben, dass er zum Tatzeitpunkt mit ihm am Grab seiner Schwester auf einem Friedhof war. Stimmt dies? Frau Berger, ich wiederhole nochmal. Waren Sie zum Tatzeitpunkt mit Herrn Lind unterwegs, als Frau Wolf im Restaurant überfallen wurde? Ja, war ich. Wir waren an dem Grab von seiner Schwester. Frau Berger, könnte es auch ein anderer Tag gewesen sein als der Tattag? Nein. War es wirklich der Tattag? Und waren Sie die ganze Zeit mit ihm zusammen? Ja. Okay, Frau Berger. Von unserer Seite aus waren das erstmal alle Fragen. Wir melden uns, wenn wir weitere Fragen an Sie haben. Bleiben Sie bitte in Reserve. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Alles klar. Gut. Bringe ich Sie noch zur Tür? Danke. Gerne. Tschüss. War das krass. Ich habe gerade die Bullen angelogen. Und ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Aber zum Glück ist Malte jetzt fertig mit Putzen. Ich kämpfe schon selber genug mit meiner Entscheidung, die Polizei anzulügen wegen Sascha. Da brauche ich jetzt wirklich keine Moralpredigt von ihm. Chiara, warte mal. Hey, was wollte die Polizei hier? Irgendwas war doch mit Saschas Aussage. Mhm. Hm? Sag mir jetzt bitte nicht, dass du denen erzählt hast, was Sascha für ein toller Typ ist. Ich habe einfach die Wahrheit gesagt. Und? Ja, Sascha war mit mir
am Friedhof bei seiner Schwester an dem Abend. Und deswegen habe ich das halt einfach bestätigt. Das ist das, was die wollten. Du hast Sascha jetzt kein falsches Alibi gegeben. Chiara, bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Ich habe ihm doch kein falsches Alibi gegeben, wenn ich einfach sage, was wir gemacht haben an dem Abend, oder? Das glaubst du doch nicht selber. Du glaubst doch nicht, dass du mit Sascha da... Was? Chiara, spinnst du komplett? Du weißt genau, wie viel Leben der zerstört hat. Jetzt willst du dich da selber mit reinreiten, oder wie? Es macht keinen Sinn. Hier geht's um Amelie, deine beste Freundin, verdammte Scheiße. Ich hab doch gesehen, dass du daran zweifelst. Du hast sogar besser gelogen, als du wirklich gelogen hast. Was laberst du? Ich habe an ihm gezweifelt. Habe ich nicht, weil Sascha unschuldig ist, okay? Und ich brauche mich vor dir verdammt noch mal nicht rechtfertigen, ja? Chiara, du... Check das bitte endlich. Es geht dich nichts an. Doch, also lass mich in Ruhe. Doch, es geht mich was an, Mann. Wieso? Es geht um meine Freunde, verdammt noch mal. Es geht auch um dich. Und das... Ja, nee, verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Chiara! Was? Du zerstörst dein Leben, Mann. Mach das nicht. Mit der Wahrheit zerstöre ich mein Leben nicht. Chiara, bitte, ey! Du darfst nicht lügen für ihn. Ich lüge nicht! Der kann nicht einfach ins Gefängnis kommen. Das ist viel zu einfach für ihn. Dicker, scheiß auf Sascha, Mann. Es geht darum, dass Chiara total gebrainwashed ist, Bruder. Dieses Mädel macht nicht Schluss mit ihm. Dieses Mädel trifft eine Falschaussage bei der Polizei. Und wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Ich kann gerade irgendwie nur an Amelie denken. Die muss doch bestimmt beschissen gehen. Sie ist auf den Typen reingefallen. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, der Typ, der tut ihr einfach nicht gut, aber sie wollte mir nicht zuhören. Sie ist auch auf ihn reingefallen. Sie wollte uns alle nicht zuhören, Bro. Deswegen ja, wie muss es ihr denn jetzt noch gehen? Sie braucht gerade jemanden. Bro, Digga, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich glaube, sie weiß nicht mal davon, dass Chiara die Falschaussage getroffen hat. Das heißt, rein theoretisch, nur mal rein praktisch bedachtet, wenn ich mir vorstelle, dass du für irgendein Mädel lügst und ich dadurch Schaden annehme, du wärst für mich gestorben. Sag ich ganz ehrlich. Ich meine aber allgemein. Amelie geht's allgemein gerade einfach kacke. Dann komm mit in die WG, sei für sie da. Du musst nicht mal was sagen. Vielleicht tut dir Nähe ganz gut oder einfach das Wissen, dass jemand... Was? Ich kann nicht mehr kommen. Ich habe Amelie versprochen, erstmal auf Abstand zu gehen. Und ich will halt mal mein Wort halten. Wenn das ist, was das Richtige ist, dann... Ich weiß noch nicht, wie lange ich das aushalte, aber fürs Erste. Also sehen wir uns morgen in der WG oder wie? Hey. Hey. Bist du Gurus da heute? Wie geht's dir? Hast du mal eine Nachricht gekriegt? Die Kripo war da heute. Und hat mich befragt. Was hast du gesagt? Ich hab dein scheiß Alibi bestätigt. Danke, Chiara. Danke? Weißt du, was ich für einen beschissenen Tag hatte und wie scheiße sich das angefühlt hat, diese Polizisten anzulügen? Das ist so uncool. Und ich schwöre dir, es ist besser für dich, wenn du mich nie wieder in so eine Situation bringst. Versprochen. Es tut mir leid. Weiß nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich wirklich Dankeschön. Nein. Schwör mir, dass du Amelie nichts getan hast. Schwör mir, dass du sie noch nie angefasst hast und dass du nichts damit zu tun hast und wirklich beim Grab deiner Schwester warst. Chiara, ich habe Amelie nicht angefasst. Und alles, was ich dir gesagt habe, stimmt. Ich habe nichts mit dieser Sache zu tun. Ich will auch, dass es vorbei ist. Und deswegen schwöre ich dir, dass ich die Wahrheit sage. Und ich will einfach, dass du mir vertraust. Okay. Aber weißt du, wie viel leichter es wäre, einfach auf dich zu scheißen? Das bedeutet mir wirklich viel, dass du zu mir stehst. Sonst steht keiner zu mir. Sascha, wir brauchen dich an der Bar. Der Kühlschrank macht Probleme. Ich komme sofort. Ja. Alles klar. Hoffentlich holt dich das einfach aus der Scheiße und dann hat sich das erledigt. Nie wieder, okay? Nie wieder. Du, ich hoffe auch, dass
sowas nicht nochmal passiert. Das ist verrückt. Danke. Bleibst du noch hier? Nee, ich hau ab. Nach Hause. Okay, wenn du willst, können wir später schreiben und noch was machen. Wie wär's? Nach der ganzen Kacke. Na, sehen wir dann. Wenn Sascha mir schwört, dass er nichts damit zu tun hat, dann glaube ich ihm das auch. Und deswegen war meine Aussage auch das Richtige. Chiara hat gesagt, dass sie mit Sascha unterwegs war und gibt ihm somit ein Alibi. Du deckst den Typen, der mich vergewaltigen wollte. Heißt, er wird niemals die Strafe kriegen, die er eigentlich kriegen sollte. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu machen, okay? Kannst du vielleicht mit deinen Freunden absprechen, dass ich heute vielleicht die Butze haben kann? Ich wollte halt einen schönen Tag da verbringen. Vera? Unter einer Bedingung. Ich komme mit. Könnte ich dann vielleicht noch meine Freundin einladen? Ja, klar, voll gern. Hi! Na? Na, wie geht's dir? Diese Art von Freundin meinte Vera also. Es fühlt sich gerade so an, als wären Nuri und ich wirklich ein Paar. Richtig schön. Ja.